Einstein, bist du schon fertig mit der Runde? Hä? Was versteckst du da? Nicht. Sieht aber aus wie ein Hut. Den halt. Und, was meinst du? Ja, also, ich wollte dich ja nicht beleidigen, Einstein, aber... Aber? Ja, es ist ein bisschen... Ich meine, er ist einfach nicht gerade... Ich würde ihn einfach nicht gerade auf Besuch anlegen, wenn ich dich wäre. Ich glaube, die Leute würden ein bisschen komisch schauen. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum. Was sieht's doch aus? Morgen, Lumpi. Ist etwas nicht gut? Glaub schon, Dr. Otto, der Gumpi. Wir haben geshootet und... Oh, was ist mit dem Dr. Einstein passiert? Sein neuer Hut. Weiter, der Gumpi. Sein Knöchel ist kaputt. Er hat probiert, einen Penalty zu heben und das ist voll blöd geht. Also gehen wir. Das haben wir schnell wieder gerichtet. Aua! Das tut so weh, Dr. Otter! Wenn er nur nicht gebrochen hat. Einfach immer wieder das Schutten. Au! Au! Excuse, Gumpi. Also gut, gebrochen ist er nicht, aber es ist eine böse Verstauchung. Du musst für ein paar Tage ganz vorsichtig sein. Besser verbindet sein. Oh! Oh, darf ich helfen, Dr. Otter? Ich möchte genau Doktor werden, wenn ich gross bin. Genau wie Sie! Ja, warum auch nicht? Die lenkt mich aber nicht an. Gumpi, so redet man aber nicht von seiner Schwester. Einstein, hast du... Oh! Was? Ja, was ist Elsie? Oh, du bist es, Einstein. Ja, glaube ich es. Wer hast du denn erwartet? Ja, einfach nicht gerade unbedingt so einen Hut. Gut, Julia. Wenn du jetzt hier den Finger draufheben kannst, dann kann ich binden. Und jetzt noch die Hände schön hier verstauen. Vorsichtig! Ich bin vorsichtig! So, Gumpi, und wie ist es? Ist nicht so schlimm, Dr. Otter. Du machst das gut, Gumpi. Mami, haben wir nicht ein Salzleintuch, das wir nicht mehr brauchen? Was? Warum? Ich möchte Verbände machen. Die brauche ich dann als Doktor. Ich schaue mal, was rum ist. Yeah! Hey, stopp! Hey, was? Was ist los? Du hast vergessen zu schauen, Julia! Oh ja, excuse. Gut, also was willst du? Ich werde ein Doktor. Wie der Dr. Otter. Und ja, darf ich ein bisschen mit dir üben, Luki? Ja, also ich glaube schon. Oh, danke, Luki! Also, stellen wir uns vor, dass es windet. Und da bricht ein dürrer Ast von einem Baum ab und fällt gerade auf deinen Kopf. Schon passiert. Letzte Woche. Oh. So, schon gemacht. Danke. Nein, ich danke dir, dass ich an dir üben durfte. Also dann, ich brauche einen neuen Patienten. Luki. Luki, ich... Oh. Oh nein, dir ist aber nicht schon wieder etwas auf den Schädel gefallen. Was? Nein, mir geht's gut. Ah, das! Nein, Julia hat geübt an mir. Aha, Gott sei Dank. Ich wollte dich fragen, ob du nicht könntest für mich den Brief der Frau Otter bringen. Ja, mit Vergnügen, Frau Gerstenkorn. Oh nein, du armes Chamäleon, schon wieder ein Unfall, Luki. Also, komm besser gerade rein und dann werden wir mal schauen. Nein, danke, Doktor. Julia hat nur ein bisschen geübt, Doktor, lau mir. Ich habe da einen Brief für Frau Doktor Otter. Nein, aber wo kommt denn das Geschrei, wenn ich die Türen aufmache? Es war ihr Hut. Der hat mich so verschreckt. Grüezi, Herr Wurfel. Oh! Was ist das? Ja, hoi Julia. Das ist eine Vogelscheuche.
Ich habe sie aufgestellt, damit die Vögel nicht meine frische Saat wegpicken. Die ist aber nicht sehr gefürchtig. Ich glaube, du hast recht. Ja, nun, ich glaube, ich mache ein bisschen Pause und dann probiere ich es halt nochmal. Herr Wurfel? Ja, Julia? Wenn Sie jetzt Ihre Pause machen, kann ich dann nicht an Ihnen ein bisschen verbinden üben? Ich werde eben Doktor, wenn ich gross bin. Wie der Doktor Otter. Ja, also ich habe nichts dagegen. Oh, so lieb, Herr Wurfel. Der Dr. Otter, was für eine Überraschung! Ich wollte Sie aber nicht überraschen, Frau Zuckerhut. Sie haben mir doch gesagt, ich soll vorbeikommen, wissen Sie nicht mehr? Immer noch das gleiche Problem? Oh ja! Ich dummerli gut! Ich habe das Gefühl, es geht schon viel besser. Dank Ihnen, Herr Doktor. Der Stockrose und Fingerhutbalsam scheint das mal wirklich Wunder zu wirken, Herr Doktor. Oh, gut. Schön. Also, und wenn Sie gerade da sind, können Sie sich noch ein bisschen nützlich machen. Ein Kuchen, Frau Zuckerhut? Wie haben Sie das jetzt gemerkt? Ich nehme ihn mit zum Wurfel. Er hat mich doch zum Tee geladen. Ehrlich? So nicht. Ja, und vielleicht würden Sie ihn für mich dort hinbringen? Selbstverständlich. Steigen wir ein. Oh nein, nicht mit dem Auto. So einen schönen Tag. Ich glaube, wir gehen zu Fuß. Die Frau Gerstenkorn möchte gerne, dass ich an der Schulschluss die Preise überreiche. Einstein? Ja, was? Du gehst mir nicht zum Haus mit dem Hut. Tja, wieso? Das ist ein sehr schöner Hut. Modisch. Gibt mir, macht mir sehr bedeutend. So. Und wann willst du überhaupt? Muss geschwind zum Wurfel in den Garten. Er hat mich gefragt für einen Rotschlag. Ich hoffe nur, dass er wegen dir nicht einen Herzschlag bekommt. So, Herr Wurfel, der Verband ist aber eben nicht zu eng, oder? Herr Wurfel, ich hoffe, Sie haben den Tee schon. Und wissen Sie was? Ich habe Ihnen da einen wunderbaren Schmelzkuchen mitgebracht. Haben Sie? Hoi, Julia, liebs. Ist der Wurfel da? Also, er ist im Moment gerade ein bisschen besetzt von Zuckerhut. Nein, ein Gespenst. Nochmal ein Gespenst. Nein, was ist gerade? Ich bin verfolgt. Was ist denn? Oh nein, es ist ein Kamerad, ein Gespenst. Dr. Einstein? Von Zuckerhut? Was ist das? Das ist der Herr Wurfel, Frau Zuckerhut. Und was ist das? Das ist Einstein sein Hut. Und was ist das? Ja gut, das ist denkt als eine Vogelscheuche. Es ist halt nicht sehr gefürchtig. Nicht so gefürchtig wie du, Wurfel. Oder du mit deinem Hut, Einstein. Gut. Wenn ihr meint, das ist eine Kleinigkeit. So, jetzt ist sie schon ein bisschen gefürchiger. Hast du nur Ärger den ganzen Tag? Der Hut ist so grässlich, so einfältig.